So sieht das Ganze fertig aus. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, wir haben heute was ganz Besonderes. Ein Video, das sich so viele unzählige Zuschauer von euch gewünscht haben. Was lüge ich, das hat sich kein Mensch gewünscht. Völlig egal, ihr werdet damit Bescheid, ob es euch interessiert oder nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, einige von euch haben sich schon gefragt, wie soll ich meine Yeezys binden? Es gibt ja unzählige Arten, seine Yeezys zu schnüren. Leute, einige Bundarten werden wir hier durchgehen. Und wenn ihr das Ganze nachmacht, dann schickt mir auf alle Fälle auf Instagram, folgt mir auf Instagram, MaxOBMe, schickt mir eure Resultate. Mich würde natürlich interessieren, wie das Ganze bei euch aussieht. Und abonnieren. Jetzt. Es gibt so viele Arten, sich hier auszutoben und seinen eigenen Schuh so ein bisschen zu designen. Die Schnürungsart macht einiges her und auch beim ersten Blick fällt einem auf jeden Fall auf, wenn man hier eine besondere Technik verwendet hat. Deswegen heute 10 Arten, seine Yeezys zu schnüren, liebe Freunde. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und tatsächlich noch eine zweite Kamera aufgestellt. Mein iPhone. Das wird euch heute eine genauere Ansicht geben, während ich euch durch die einzelnen Arten führe, liebe Freunde. Bevor wir aber loslegen, lasst auf alle Fälle ein Like da. Völlig egal, ob euch dieses Video was nutzt oder nicht, denn ich hasse nichts mehr als Yeezy zu schnüren. Es ist einfach das anstrengendste der Welt. Das ist ja ein Scheiß. Ja, was? Deswegen. Ein Like schon mal für meinen unglaublichen Einsatz. Ist mir gar nicht gewohnt eigentlich. Okay, liebe Freunde, quatschen wir nicht länger rum. Legen wir los. Okay, zum Schnüren brauchen wir logischerweise nicht zwei Paar Schuhe, sondern nur einen. Und wie er hier schon gebunden ist, das ist der klassische Factory Lace, liebe Freunde. Meinen Factory Lace habe ich etwas loose gebunden. Das heißt, hier ist die Schnürung etwas locker. Normalerweise, wenn ihr den Yeezy bekommt, sind die Schuhbänder etwas fester zugeschnürt. Das werde ich auch hier jetzt machen. Oh Gott, ich hasse es jetzt schon. Den Factory Lace herzustellen ist das leichteste der Welt. Man nimmt die Schuhbänder, schaut, dass die auf gleicher Länge sind. Ja, das sind die in dem Fall jetzt nicht. Man nimmt diese zwei Schuhbänder, fährt hier mit zwei Fingern hinein, fädelt hier einmal durch wie bei einem Knoten die zwei Bänder durch, zieht hier an und schon hat man hier diesen klassischen Factory Lace. Das ist Schnürart Nummer 1. Die ersten paar Schnürarten, die ich euch zeige, bei denen geht es rein darum, diese überständigen Bänder zum Schluss, also diese hier, dass man die hier irgendwie versorgt, ja, dass die nicht einfach so hier rumkullern. Die zweite Art, ich glaube, da brauche ich nicht viel erklären, das ist die Tight-Art, das heißt Hasenohr, Schießentor, noch ein Hasenohr und fertig. Ja, so bindet man sich die Schuhe, wer das noch nicht wusste. Kein Problem. Freunde, bei der nächsten Bindeart kommen wir schon zu etwas ausgefallenerem. Und zwar nennt sich das Pigtail. Pigtail ist im Prinzip ganz einfach. Man nimmt hier eine Schlaufe und fädelt hier jetzt so oft wie möglich nebeneinander, also hier kann man erkennen, neben der Schlaufe rundherum. Einfach immer wieder rund um die Schlaufe, die wir gemacht haben. So, so oft wie möglich. Und dann zum Schluss nimmt man das Ende, fädelt es hier durch die Schlaufe, die man gelassen hat, zieht hier nochmal an und fertig ist das Pigtail. Wir machen das gleich auf der anderen Seite auch. Und fertig ist Pigtail. So sieht das Ganze aus. So Leute, bei der nächsten Schnürart kommen wir zu sogenannten Lightbulb. Also einfach die Glühbirne. Warum heißt es so? Ganz einfach, weil es so aussieht wie eine Glühbirne. Freunde, die Glühbirne, also Lightbulb, funktioniert ganz, ganz easy. Wir nehmen einfach dieses Schuhband hier und fädeln es bis zum vorletzten durch alle Schuhbänder und das ganz außen am Rand. Wenn wir das gemacht haben, dann fädeln wir in das vorderste Schuhband ein und fädeln, solange wir Schuhband haben, immer wieder genauso rundherum, wie wir das beim Pigtail auch gemacht haben. So lange, bis nichts mehr überbleibt. Und das gleiche machen wir mit dem anderen Schuhband. Wie man jetzt schon unschwer erkennen kann, haben wir jetzt hier so einen Lightbulb-Look. Es sieht so aus wie der glühende Draht, der bei der Glühbirne rundherum gewickelt wird. Das ist die sogenannte Lightbulb. Als nächstes, Leute, zeige ich euch die sogenannten Backhorns. Das ist eine ganz außergewöhnliche Variante. Nicht mein Fall, aber wem es gefällt, der kann das ja nachmachen. Wir drehen den Schuh um, ziehen diese Bänder einfach hier zurück und fädeln jetzt das Band immer wieder, genauso wie bei der Lightbulb, um die hintere Lasche und lassen dann die Schnürbänder einmal hier durchfädeln, sodass die wegstehen. Das gleiche machen wir mit dem anderen Schuhband und schon haben wir die sogenannten
Backhorns. Natürlich gibt es auch die sogenannten Fronthorns. Das funktioniert genau gleich. Wir nehmen die Schnürsenkel, Schnürsenkel Nummer 1, und wickeln ihn genauso wie bei der Lightbulb, genauso wie mit den Backhorns immer wieder rund um das vorletzte Schuhband. Können beim letzten dann nochmal hier durchfädeln, damit das auch wirklich so wegsteht, wie wir das haben wollen. Das gleiche mit dem anderen Schuhband. Und schon haben wir die sogenannten Fronthorns. Das sind unterschiedliche Möglichkeiten, die überstehenden Schuhbänder zu versorgen. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin von keinem, bis auf den Factory, Lace und die Tide-Version, kein großer Fan von diesen besonders kreativen Varianten. Am liebsten trage ich meinen Sneaker, meinen Yeezy, einfach loose, und das Ganze kennt ihr. Dazu nehmen wir einfach die Schuhbänder und ziehen so lange an, bis nur mal so ein kleines Stück hier wegsteht. Das machen wir auf beiden Seiten. Und dann lockern wir die Schuhe einfach mit diesem überschüssigen Teil. Wichtig, Leute, es möglichst locker zu lassen. Und auch bis zum letzten Bund, also auch bis zur letzten Lasche, einfach hier anzuziehen. Das ist die Loose-Variante. Das sieht ja jetzt, wie man in Österreich sagt, relativ krampert aus, vor allem wenn man sie schon lange zugebunden getragen hat, weil sich dann hier so Knickungen bilden und dann sieht das Ganze nicht so locker aus. Dadurch, dass ich meine relativ neu habe und selten getragen, hat sich das jetzt noch nicht so ergeben. Diese Variante, also die Loose-Variante, ist einfach mein Favorite. Ich finde, das sieht am lässigsten aus und es ist einfach gemütlich zu tragen. Die Loose-Variante, liebe Freunde. Jetzt kommen wir zur ersten Bundart und jetzt kommen wir zur zartesten Arbeit für mich. Jetzt heißt es Schuhbänder ausfädeln. Es beginnt schon mal super. Jedes Mal ein Scherz. Norman Essen ist da. Jetzt, Leute, kommen wir zum sogenannten Marshmallow. Der wird eigentlich am häufigsten angefragt, weil er immer wieder auf Instagram aufgetaucht ist und weil sich viele Leute fragen, wie man das einfach bindet. Warum Marshmallow? Meiner Meinung nach heißt es Marshmallow, weil es so aussieht wie der DJ. Der hat so eine Maske, sieht genauso aus, und ich glaube deswegen die Bezeichnung Marshmallow. Schritt Nummer 1. Wir nehmen diese Bänder und fädeln ganz am Rand, Freunde, ganz am Rand. Nicht dieses Loch, sondern dieses Loch. So, einmal durch. Mit dem zweiten am gegenüberliegenden Loch so weit anziehen, dass die Schnürsenkel circa auf gleicher Länge sind. Boah, gutes Augenmaß. Und dann geht's los, liebe Freunde. Von innen, ja, kommen wir durch dieses Loch, Freunde. So, durch das hier. So, einmal hier durch, dann auf das gegenüberliegende Loch, dann nach innen durch dieses Loch, so, und dann durch dieses Loch, so dass sich hier ein X bildet. Ja, dieses X sind nämlich die Augen. Dann gehen wir einfach am Rand, also hier, wo das Schuhband normalerweise rauskommt, hier durch. Und dann machen wir genau das gleiche Spiel, wie wir das damals mit dem Pigtail gemacht haben. Das heißt, wir nehmen einfach eine Schlaufe, so, und fädeln hier so oft wie möglich rundherum. Zum Schluss dann nochmal durch die Schlaufe, die wir gelassen haben, hier nochmal an dem Ganzen anziehen. So, dann können wir hier nochmal anziehen. Jetzt haben wir hier diesen Pigtail. Das gleiche Spiel machen wir mit der anderen Seite, das heißt einfach wieder durch das Loch ober diesem äußeren Loch. So, und wenn wir das gemacht haben, sieht das Ganze so aus. Das ist der klassische Marshmallow. Die X für die Augen, da unten im Mund und hier nochmal, ja, die Ohren. Whatever. Gut, Leute, der nächste Schritt sind die sogenannten Cows. Genau umgekehrt zu der vorigen Bundart fädeln wir diesmal von innen ins äußerste vorderste Loch. Das heißt hier. So, das zweite machen wir natürlich genauso durchs äußerste Loch. So, schauen, dass das Ganze auf circa gleicher Länge ist. Das passt in diesem Fall. Und dann wird es ganz, ganz einfach. Step number one, wir gehen hierher in das schräg gegenüberliegende Loch. Ziehen wir einmal durch, dann machen wir das gleiche mit dem vorderen Loch und dem davor schräg gegenüberliegenden Loch. So, hier bitteschön. So haben wir das erste X. Jetzt brauchen wir das zweite X. Wir machen es einfach ganz, ganz easy. Zuerst durch das äußerste Loch, also das hier, dann durch das schräg gegenüberliegende Loch, so, dann durch das untere liegende Loch außen und dann nochmal durch das hier. So, jetzt haben wir diese zwei X-Freunde, wie ihr schon sehen könnt. Dann fädeln wir von innen nach außen hier einmal durch. An dieser Stelle. So, und dann wickeln wir hier so oft wie möglich
rund um das äußere Band. Bitteschön, so sieht das Ganze dann aus. Und dasselbe machen wir auf der anderen Seite. So sieht der fertige Schuh dann aus. Ähnlich wie Marshmallow, nur haben wir hier zwei Kreuze und oben sind die Ohren nach innen gebunden quasi. Ich finde das eigentlich ganz nice, würde ich selber zwar nicht rocken, aber als Eyecatcher finde ich das auf alle Fälle ganz geil. So Leute, wir kommen zur vorletzten Bundart und die nennt sich Two Chains. Schaut genauso aus, wie sie heißt, funktioniert folgendermaßen. Die ist jetzt etwas komplizierter, Freunde, als am besten. Wir nehmen dieses Schuhband, fehlen es von innen nach außen. Und zwar bei den inneren, ja, also bei den vordersten inneren. Das gleiche machen wir mit dem anderen Schuhband und sehen zu, dass wir hier vorne, ja, circa auf die gleiche Länge kommen. Also, circa halt, ne, ich werde die fix nicht so tragen. Und jetzt wird spannend. Fehlen wir einmal hier durchs äußere Loch, ziehen da an und sehen, dass wir hier so eine Schlaufe haben. Dann fädeln wir da durch das nächste überliegende Loch, genauso wie wir es vorher gemacht haben. Nehmen hier eine Schlaufe und fädeln da nochmal zurück und hier rein. So, dass wir hier diese Schlaufe haben, ja, die halten wir fest, denn wir machen es genau gleich. Wir fädeln wieder durchs nächste gegenüber das übere Loch, also hier oben. Also hier wieder eine Schlaufe bilden, so, und hier durch. Jetzt haben wir die nächste Schlaufe, also wie ihr seht, schlauft sich das Ganze hier so nach oben. Und das gleiche nochmal hier, hier durch, dann hier nochmal eine Schlaufe bilden, hier rein, so, zack, und von außen dann so festziehen. Und wie ihr seht, haben wir hier so eine Kette, ja, deswegen Chain. Das gleiche, ja, also das habe ich jetzt nicht sauber gemacht, die sind nicht gleich groß, die erste Schlaufe, die hätte ich ruhig etwas, ja, fester ziehen können. Ich mache es jetzt bei dem anderen besser. Und fertig. Hier ziehen wir nochmal an und jetzt haben wir hier diese Two Chains. Das ist der Two Chains Look. Finde ich persönlich eigentlich ganz nice. Gut Leute, geschafft. Jetzt kommen wir zur allerletzten Bundart. Wenn ihr noch kein Like da gelassen habt, dann jetzt letzte Gelegenheit. Wir kommen zum sogenannten Ultron. Wir binden die Yeezy genauso, wie wir das davor schon hatten. Ich weiß jetzt nicht mehr wo davor, aber egal. Und zwar einfach durchs äußerste Loch vorne, aber von außen. So, dasselbe Spiel. Wir sehen zu, dass die Bänder circa gleich lang sind. Ab jetzt wird es einfach immer schräg gegenüber sein. Das heißt, dieses Loch, dann dieses Loch, dann dieses Loch. Dann dieses Loch, dann dieses Loch, dann dieses Loch, dann dieses Loch. Dann geht's weiter. Zuerst, wie gesagt, zum Loch daneben von außen. Jetzt kommen wir zum letzten Loch. Wenn wir hier durch sind, stellt sich natürlich die Frage, ja, wohin mit diesem elendslangen Schuhband? Ganz einfach. Und zwar gehen wir jetzt hier nach hinten und wickeln hier einfach wieder um die Lasche herum, so lange, bis das Schuhband ausgeht. Und dann wickeln wir durch die drei Schlaufen, die wir gemacht haben, und lassen es hier auf der Seite wegstehen. Das gleiche machen wir mit dieser Seite. So sieht das Ganze fertig aus. Finde ich persönlich eigentlich ganz nice. Habe ich mir nicht so cool vorgestellt. Also ich finde, kann man schon mal tragen. Vor allem auch das mit dem hinten schaut eigentlich ganz cool aus. Vielleicht trage ich den selber so. Das war die letzte Bundart, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, dann lasst auf alle Fälle ein Like da. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Bundart euch am besten gefallen hat. Und schreibt mir auch in die Kommentare, wenn ihr es selbst ausprobiert habt. Und schickt mir auf Instagram euer Foto. Max oben, ich bin schon gespannt auf eure Resultate. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und hoffentlich wieder mit sowas Wertvollem wie diesem Tipp hier. Das war's von mir, euer Maximilian.